Einen wunderschönen guten Tag zurück. Oh, hallo Adler. Bei Assassin's Creed Odyssey. Ich kann dich leider nicht mitnehmen. Du musst selber fliegen, weil wir gehen jetzt auf die See. Entschuldigung. Auf Position zum Ablegen! Ja, deswegen habe ich diesen Bogen gemacht, um das mitzunehmen. Aber wir müssen eigentlich da drüben hin. Na, Quest. Das wird hier nach Mykonos. Genau. So, da kriegen wir nämlich schon mal ein Ziel angezeigt. Ah, 6 Kilometer ist das weg. Wir sind aber auch hier bei Korinth. Da hinten ist Megaris. Hallo Wahl. Da drüben haben wir Athen. Das sieht doch wertvoll aus. So, dann müssen wir jetzt hier vorne um Athen drumherum. Oder beziehungsweise dieses Land. Ich habe schon wieder Attika. Und dann kommen wir weg vom Festland zu den ganzen Inseln. Ja, 2 Kilometer haben wir schon hinter uns gebracht. Mykonos ist ja nicht die erste Insel, sondern die dahinter. Das müsste jetzt genau die sein, die da am Horizont aufgetaucht ist. Denn die vordere Insel war ja diese andere, diese komische Insel, wo Leute nicht sterben dürfen oder so. Weil diese beiden Inseln, ne, das da, ne, das ist nochmal eine andere, was ist das denn für eine Insel? Weil genau das da vorne ist die Insel, die ich gerade meinte. Ach, Chaos, ah, genau, Delos. Okay, stimmt, hier ist ja noch Chaos dazwischen. Und Delos, das ist genau diese eine heilige Insel. Und eben, kann ich sagen, weil zwischen Delos und Mykonos ist nicht so viel mehr. Chaos, ja, da war ja noch Chaos, richtig. Haltet eure Waffen bereit! Bleibt gut in Sieg! Ruderer auf Position! Ich habe gerade keinen Bock auf Konflikt mit dir. Du kannst mich in Ruhe lassen. Kloppt dich mit jemand anderem. Nun, Kapitän, wir sollten Poseidon danken. Nö, danke einfach mir, dass ich stur weitergefahren bin. Und gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock auf Prügeleien. So. Jetzt sind wir bei Delos und da vorne ist Mykonos. Da halten wir jetzt gerade drauf zu.
Dann setzen wir die Dame ab. Ich nehme an, dass wir nicht mal wirklich an Land müssen, selbst, sondern... Da! Wir können es sicher bergen! Wir legen an. Lassen die Gute raus. Segel einholen! Und fahren direkt weiter. So, meine Liebe. Du hast das Töten meiner Entführer mehr als wettgemacht, Söldnerin. Danke. Halt dich aus Ärger raus, in Ordnung? Wir werden sehen. Gib mein Geld für etwas Sinnvolles aus. Und wünsch mir Glück. Viel Glück. Dann mach's mal gut. Wir fahren direkt weiter. Ich hoffe, ich steuere da vorne die richtige Insel an. Aber ich meine, es wäre diese gewesen. Die Insel im Norden von Delios. Das werde ich einfach nicht merken. Dort treibt der Tank. Wir können es herausfinden. Festung, ob wir sehen, sind wir doch keine Festung, oder doch? Ne. Sag mal richtig! Haben wir das gewusst, oder was? Schön. So, hier sind wieder die Wildschweine und der Bär. Diesmal kein Bär. Doch, da ist der Bär. Also. Yeah.
Ach, stirb! Haben wir schon. So. Einfach mal wieder ein bisschen Leder eingesackt. So, wir wissen ja, da unten gibt es noch mehr Schweinis. Vielleicht aber auch nicht. Na gut. Da hat jemand den Loot wieder aufgefüllt. Das ist nett. Hallo, ich bin wieder da. Die hätten dieses Speerverbesser-Dingens, hast du nicht gesehen, Gedöns, ruhig mal ein bisschen näher an den Eingang stellen können. Ich meine, ich bin ja auch fasziniert von dieser, was auch immer, Höhlengeschichte hier, aber es ist halt unnötig. Hoppla. Jedes Mal diese weiten Wege gehen zu müssen. Nur, dass ich hier vorne meinen Speer reinstecke und mich freue. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Hurra! Das war toll! Zack! Stufe 34! Schaden und Gesundheit erhöht! Speer verbessert! Verbessere den Speer! Plus 8 Liga-Schaden als neue Gravur freigeschaltet. Jetzt ist die Frage. Jetzt können wir nämlich wieder mal bei den Fähigkeiten gucken. Ist der Speer denn jetzt. Nee. Speerstufe 5. Der Speer ist immer noch nicht Stufe 5. Eieiei. Speerstufe 4. Oh. Stufe 4 von 6. Viel mehr geht schon gar nicht mehr. Stufe, ich lasse aber alles auf. Das haben wir noch nie ausprobiert. Das können wir aber zumindest schon mal verbessern. Das können wir ja auch mal verbessern. Noch nicht gemacht. Das erfordert alles. Verhindere die Geräusche deiner Bewegungen und Attentate. Sag mal. Ah ja, dann. Ist ja auch mal schön. Okay, wir müssen. Verbessere den Speer. Müssen wir noch 8 dämliche Fuzzis umnieten. Dann können wir den Speer verbessern. Und dann können wir alles auf höchste Stufe ballern. Da haben wir aber noch mächtig was vor uns. Sollten wir jetzt vielleicht demnächst auch mal wieder losziehen, um irgendwelche dämlichen Kultisten zu erledigen. Wir sind im Allgemeinen auch eigentlich relativ gut dabei, was das betrifft. Wir haben aber bisher auch immer noch nur diese, ich nenne sie mal
Unterkultisten. Oh, das war witzig. Stimmt, diese Funktion gibt es, wenn man irgendwo runterspringt, dass es dann Zeit tut. Schau mal, die. Dankeschön. Noch nie genutzt, sowas. Das ist ja witzig. Warum habe ich das noch nie genutzt? Keine Ahnung. Weil es sich nie ergeben hat. Ich muss Pfeile herstellen. Ich muss alle gerade verbraten. Was fliegen der Holländer? Brappel, brappel, brappel. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie und wo geht es weiter? Jetzt haben wir das mal gemacht. Müssen wir jetzt eigentlich schon mal gucken. Von 38, jetzt sind wir auch schon bald soweit. Nokris haben wir hier immer noch nicht. Hier. Delfinia, oh, ich erinnere mich, die war mal zu hart für uns. Hier ist eine Mission, der Heiler wird geheilt. Hier müssen wir noch mal was abgeben. Ist aber sonst nichts, oder? Da oben. In Marlis ist einer von den. Sollen wir mal dahinter fahren? Einfach mal neugierig sein. Mal Lokris angucken und. Können wir mal machen, oder? Fahren wir doch mal da hinten rein. Kämpft, wenn ihr Seeleute seid. Nein, kämpft nicht. Fahrt einfach weiter. Gar kein Bock auf die. Wir können aufwarten, wenn da drei Trümmerteile Wasser. Oh. Nach all unserer Plackerei endlich Trümmerteile im Wasser. Ich habe das Gefühl, da vorne sieht es so sackersig aus. Ja, es ist. Ah, ich war auch gerade da rein. Ich wollte auch hier rein. Ja, gut. Auch nicht schlimm. Das ist halt, weil die Sicht so trüb ist. Eigentlich sollte ich auf der anderen Seite dieser Insel lang. Macht er aber auch nichts. So, mal diese Insel hier freischalten. Guck mal. Geht's hier nicht an. Die Sonne ist untergegangen. Gut, dass du das gemerkt hast. Bei dem Scheißwetter. Hätte ich jetzt so auf die Schnelle nicht erkennen können.
das Gefühl, dieses Land endet nicht, nur dass ich hier... Ah, gut, okay, das ist aber auch eine echt fette Insel. Guck mal, da ist ein... ein böser Bube. Und da ist sogar eine Mission. Ach, da ist die Hirschkuh. Ja, aber der Hafen dazu ist auf der anderen Seite. Das Treibgut könnte nützlich sein. Dann nimm's mit. Die Insel ist in der Tat recht groß. So, jetzt kommen wir aber langsam rum. Ich glaube, das wäre alles sehr, sehr schön hier, wenn es nicht alles gewittern würde. Aber es hat auch was. Also die einzelnen Lichter. So, wo legen wir jetzt an? Links von uns, rechts von uns. Schatz plündern. Im Grunde genommen, auch wenn hier diese Insel ganz spannend ist. Ach, wir sind auch schon wieder zu weit. Wir können auch schon wieder umdrehen. Weil eigentlich wollten wir ja nach Locris. Da ist nämlich. Da siehst du, da führt mich nämlich sowieso auch die ein oder andere Mission hin. Glas. So, dann suchen wir jetzt mal irgendwo einen Hafen. Da vorne. Locris, Salz. Locris. Ach, Locris. Land von Salz und noch mehr Salz. Und gleich das Haus des Anführers gefunden. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ja. Ich dachte mir jetzt gerade, ich gehe jetzt zumindest dahinter nochmal zu dem Ausguck. Und
schauen wir Normales an. Damit wir in der nächsten Folge direkt loslegen können. So. Oh ja, der Schein, dieses... Oh, da die fahren ja richtig viel Salz da. Naja, aber gut. Mehr Salz halt, ne? So. Wunderbar. Dann sind wir jetzt in Lokris. Lokris? Lokrise. Und da machen wir in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Und bis morgen. Tschüss.